Naturfreunde, ich möchte euch heute dieses Fernglas vorstellen. Das ist das Minox BLHD. Ich habe es hier in der Ausführung 8x33 dabei. Ich bin ziemlich begeistert von dem kleinen Teil. Nicht nur, weil es so gut aussieht, sondern weil es innerlich auch einiges zu bieten hat. Wir fangen mal mit dem Auffälligsten an. Das ist diese Doppelbrücke. Die macht es möglich, dass ich das Fernglas mit einer Hand bediene. Ich kann das oben mit dem Finger fokussieren und die anderen halten es fest. Sieht dann so aus. Mit der anderen Hand könnte ich dann ein Diktiergerät, Smartphone, sonstiges bedienen oder auch das Zählapparat für die Wasservogelzählung. Wo wir gerade draußen sind, ich habe hier eine sehr breite Fokussierschraube. Die macht es möglich, dass ich sehr schnell fokussiere. Und die geht sehr leichtgängig, ist aber auch so, dass sie dann standhält und nicht mehr verwackelt oder verrutscht, wenn ich etwas scharf gestellt habe. Ich komme mit einer anderthalbfachen Umdrehung von 2,5 Metern bis unendlich. Das heißt, ich kann sehr schnell fokussieren, was gerade für Vogelbeobachter, die ja fliegende Objekte manchmal vor sich haben, sehr wichtig ist. 2,5 Meter, anderes Stichwort, das heißt auch, ich kann damit zum Beispiel Pflanzen bestimmen oder Insekten mir anschauen. Ich könnte mir die Ameisen auf der Terrasse, habe ich schon mal gemacht, beobachten, was ganz, ganz toll ist. Also es ist nicht nur was für Vogelbeobachter, sondern überhaupt für Naturbeobachtung super gut geeignet, das Fernglas. Die Augenmuscheln gefallen mir auch sehr gut, das ist das hier. Ich kann die Augenmuscheln eindrehen, für Brillenträger empfiehlt sich das. Dann kommt man näher an das Auge ran. Ich kann aber auch... Jeder Mensch hat die Augenhöhle anders. Ich kann das aber auch genau anpassen an meine Augenhöhle. Und das Tolle ist, ich kann es so verstellen, dass es einrastet. Also ich muss nicht jedes Mal, wenn ich das Fernglas in die Hand nehme, wieder neu meine Augenhöhle an das Fernglas bzw. das Fernglas an die Augenhöhle anpassen, sondern ich mache das einmal und dann passt das. Das ist auch eine tolle Sache. BLHD 8x33, das 8x bezieht sich natürlich auf die Vergrößerung, die ist also achtfach. Und das 33 bezieht sich hier auf die Eintrittspupille des Fernglases. Die ist 3,3 cm im Durchmesser. Da kommt das Licht rein. Hier kommt es wieder raus. Hier gucke ich rein. Und wenn man sich das anschaut, das Okular hier, das ist sehr groß. Das hat 4,1 cm im Durchmesser. Das heißt, ich kann das Auge wandern lassen in dem Gesichtsfeld, was ich durch das Fernglas sehe. Das ist also weit wie ein Weitwinkelobjektiv. So kann man das vielleicht am besten bezeichnen. Das hat den großen Vorteil, dass ich nicht immer herumschwenken muss, sondern ich gucke da einmal durch und kann jetzt das Auge wandern lassen in dem Gesichtsfeld und da die Gegend absuchen und muss nicht immer hin und her schwenken. Das hat den großen Vorteil für Vogelbeobachter, dass man einfach die Vögel ruhiger sehen kann und dass man sie auch einfach besser sieht. Man kann sie besser erkennen. Überhaupt ist das Bild brillant. Die Transmission des Lichtes ist hervorragend. Also das Licht, was hier reinkommt, kommt zum allergrößten Teil auch hier hinten wieder raus. Das führt dazu, dass das Bild schön hell ist, schön brillant ist und die Farben gut wiedergegeben werden. Ja, die super Augenmuscheln von diesem Minox-Fernglas ermöglichen auch noch einen ganz besonderen Trick. Ich kann damit nämlich fotografieren oder kleine Videos machen. Dazu drehe ich die Augenmuschel ganz raus, habe hier die kleine Digitalkamera mit ausgefahrenem Objektiv. Das stecke ich in die Augenmuschel rein. Dann sieht man hier sogar das Bild. Dann hebe ich das an die Augen und schaue durch dieses Okular rein und stelle scharf. Ich zeige das mal. Also ich schaue jetzt da rein, stelle hier scharf und löse mit der anderen Hand aus. Und dann habe ich ein Bild gemacht mit ein bisschen Übung. Klappt das erstaunlich gut. Ich habe noch ein weiteres Fernglas aus dieser Baureihe mit. Ist auch ein BLHD, genauso wie das kleinere, was ich gerade schon gezeigt habe. Dieses hier ist ein 8x44. Ich halte sie mal nebeneinander, dann kann man sehen, 8x33, 8x44. Hier kommt mehr Licht rein. Es ist noch heller als das 8x33. Man kann auch richtige Nachtgläser haben aus dieser Baureihe. 8x52 wäre dafür ein Beispiel. Die Optik ist bei allen exzellent. Es sind High-End-Ferngläser aus deutscher Produktion und ich kann sie alle warm empfehlen.